Hallo, liebe Zuschauer, wir sind einmal mehr auf dem ColecoVision mit Pitfall 2 Lost Caverns. Ja, genau, der Nachfolger von Pitfall. Und dann geht's auch mal direkt los. Ich bin ja ein großer Verfechter des Original-Pitfalls. Pitfall 2 war nie so meins. Obwohl es eigentlich, wenn man es neutral betrachtet, ein richtig guter Nachfolger ist. Es ist größer, es ist besser. Also, was das Technische angeht, warum kann ich denn an dir nicht vorbei? Fehlt mir da irgendwas für? Komischer Lümmel. Egal, dann gehen wir mal weiter hier nach rechts. Oder wir schwimmen nach rechts. Ja, es macht halt einiges ein bisschen besser als der erste Teil. Aber Teil 2 hat sie mich halt nie so wirklich überzeugt. Nur solange ich hier Gold finde, ist mir das eigentlich auch egal. Und ja, das Spiel kann man tatsächlich durchspielen. Na gut, in den ersten Teil konnte man auch durchspielen, aber der zweite Teil ist vielleicht nicht ganz so kryptisch. Obwohl irgendwie am Ende muss man irgendwelche Luftballons abballern, um denn ich weiß auch nicht, habe da die Höhle verlassen zu können. Auch, naja, doch, wenn ich es mir genau überlege, doch, ziemlich merkwürdig. Der schneller als ich. Den sollte man nicht berühren. Wenn man hier berührt wird, verliert man, ja, jetzt nicht unbedingt ein Leben, sondern wir haben jetzt zum letzten Checkpunkt zurückgesetzt. Und der letzte Checkpunkt wäre jetzt in dem Fall dort, wo wir angefangen haben. Naja, das damals die 8-Bit-Härte. Das war knapp. Ich hätte jetzt doch mal gerne einen neuen Checkpunkt. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Die Leitern kann man nämlich ganz schnell runterfallen. Sehr schön. Checkpoint. Da muss man dann nur einmal rüberlaufen. Dann passt das schon. Ja, wann habe ich das erste Mal gespielt? Pitfall 2. Das habe ich tatsächlich in der C64-Version gespielt. Und die ist, ja, auch gut. Also, ich glaube, gar nicht gesehen, den Frosch. Da tut sich, glaube ich, technisch nicht viel zwischen den verschiedensten Versionen. Nein, jetzt fällt er da runter. Das war knapp. Gehen wir mal hier gucken. Wenn wir da runterspringen, landen wir, glaube ich, im Wasser. Da habe ich jetzt also irgendwie überhaupt gar kein Interesse dran. Und ich frage mich, warum wir hinten eine Glatze haben. Seht ihr das? Hinten hat er keine Haare mehr. Der Pitfall Harry. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch Pitfall Harry ist. Vielleicht ist es auch sein Sohn. Pitfall Harry Jr. Wer weiß das schon? Na, jetzt seht ihr wenigstens mal, was passiert. Und jetzt zurück zum nächsten Checkpunkt und wir verlieren Punkte, 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 bis wir da sind. Slim. Richtig slim. Da können wir vielleicht den ganzen Weg da nach unten sparen. Springen wir jetzt einfach mal auf luftiger Höhe runter ins Wasser. Sollte eigentlich problemlos funktionieren. Jetzt habe ich den Frosch schon wieder fast übersehen. Das war jetzt keine Absicht. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare eure Erfahrung mit Pitfall. Welchen Teil bevorzugt ihr? Pitfall 1 oder Pitfall 2? The Maniac Frogs. Und vor allem auf welchem System? Wisst ihr was, wir plumpsen jetzt mal hier runter. Das kann gefährlich werden, weil wir hier Tiere rumfliegen. Weiter geht's bei Pitfall, nachdem ich gerade einen wichtigen Anruf erhalten habe. Muss ich leider rangehen. Habt ihr vielleicht noch im Hintergrund mein Klingelton gehört? Vollkommen egal, wenn ihr es nicht gehört habt, dann ignoriert einfach das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und jetzt möchte ich nochmal versuchen, hier runter zu springen. So. Aber bitte nicht. Naja, genau, das bringt nämlich auch nichts. Man kann nicht da einfach runterspringen. Das ist aber doof. Ich will weiterkommen. Dann machen wir das mal ganz anders. Da nach links ging es ja nicht weiter. Kein Wunder, dass er schon alle Haare verloren hat. Und ja, ich weiß, dass dort Gold liegt. Ist mir jetzt wurscht. Das war jetzt so nicht geplant. Gott sei Dank kann man während des Fluges nochmal ganz kurz korrigieren. So. Geronimo! Oh, oh, oh. Da war ja doch kein Wasser. Aber da ganz unten, da ist Wasser. Könnt ihr mir glauben. Naja, auf jeden Fall, die Version ist auch vollkommen okay. Macht Spaß. Aber ich bleib dabei. Mein Favorite ist Teil Nummer 1. Wir fallen nicht gerade schnell, oder? Mal gucken, ob wir jetzt unten im Wasser ankommen. Oder ob wir wieder erwischt werden. Nein, werden wir nicht. Wir werden aber fast von dem Aal erwischt.
Aber auch nur fast. Puh. Ja gut, an der Stelle würde ich sagen, soll es dann auch genug sein. Pitfall 2, auch auf dem ColecoVision, absolut spielbar. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.